Heimat wird präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Versprochen ist versprochen und damit herzlich willkommen zu Heimat, die Kunst gut zu leben. Wir melden uns aus Trier, aus dem Landesmuseum. Die große Ausstellung ist eröffnet, der Untergang des Römischen Reiches. Und so viel dürfen wir verraten. Hier wird Geschichte lebendig. Der Untergang des Römischen Reiches, eine Geschichte, die es in sich hat. Denn die Gründe, die zu diesem Zerfall führten, waren natürlich vielfältig. Die Fallhöhe war enorm, denn Rom, das war Prunk und handwerkliche Meisterschaft. War Herrschaft über die Welt, die aber immer mehr zersplitterte. Ja, die Ausstellung war schon eine Herausforderung, was ihre Umsetzung anbetraf. Es ist ein sehr langer Zeitraum, über 150 Jahre, die wir den Besuchern präsentieren. Eine Zeit, in der sehr viel passiert, in der auch langfristige Entwicklungen stattfinden. Und wir haben das in 14 Räumen gelöst, die ein unterschiedliches Farbkonzept beinhalten. Die Ausstellungsgestalter haben das Prinzip einer untergehenden Sonne gewählt. Die ersten Räume sind noch sehr hell, da ist das Römische Reich noch intakt. Wir machen zunächst so eine Art Bestandsaufnahme des Spätrömischen Reiches. Und das beginnt zu bröckeln, denn es gibt nicht mehr nur einen Kaiser, sondern mehrere. Treue muss plötzlich erkauft werden. Loyalität hat jetzt einen Preis. Das führt zu einer Geldentwertung, Themen, die wir durchaus heute genauso kennen. Es gibt sehr viele Bezüge zur Gegenwart, ob das Migration ist, ob das religiöse Konflikte sind. Inflation ist so ein Thema. Also man wird auf sehr viele Entwicklungen gestoßen, die auch heute unser Leben bestimmen, ohne dass jetzt unsere heutige Zivilisation auf einen völligen Zusammenbruch hinauslaufen muss. Aber wir stellen fest, die Themen sind ähnlich, die die Menschen vor knapp anderthalb Jahrtausenden bewegt haben. Es gab viele Zeichen der Macht. Wie heute. Geschichte, also hautnah. Wir haben es wieder geschafft, weil die Stücke, die wir haben, die ausgesucht worden sind, die sprechen für sich und sie beleuchten das die Antike und sie beleuchten verschiedene Gesichtspunkte und ich glaube, so kann man wirklich wieder ein Stückchen mehr von der Antike lebendig machen und den Leuten präsentieren. Und auch die Frage, wie mit Fremden umzugehen ist, spielt eine Rolle. Einerseits gab es Barbaren, die durchaus Karriere machten, wie der junge Burgunderprinz, dessen Geschichte erzählt wird. Andererseits wurde der Limes erbaut. Valentinian der Erste initiierte um 364 die Großbaustelle Limes. Ein Grenzzaun über 2400 Kilometer mit ca. 1200 Wachtürmen. Superlative sind durchaus Programm. Das sind sogar sehr viele Stücke, auf die wir sehr stolz sind, dass wir sie zeigen können. Das sind, wie gesagt, 20 verschiedene Länder, 80 verschiedene Museen. Und diese ausgewählten Stücke sind jeweils Highlights zu dem Thema, das sie repräsentieren sollen. Ein Lieblingsobjekt sehen Sie hinter mir, dieser Porphyr-Torso eines römischen Kaisers aus Ravenna. Ein sehr eindrucksvolles Exponat, wie sich spätrömische Herrscher sehen wollten, wie sie sich präsentierten. Das ist sicherlich ein Highlight, aber es gibt sehr, sehr viele andere, wenn ich durch die Ausstellung sehe. Ich kann mich an sehr vielen Objekten begeistern. Jeder Raum in der Ausstellung hat eine eigene Farbe und eine eigene Inszenierung. Es wird dunkler um die Herrscher. Manche müssen gar ihr Leben lassen. Und wenn der Besucher ins Rot tritt, dann brennt es in Rom. Spürbar. Was hier gezeigt wird, erstmalig und gerade erst entdeckt, geschmolzene Münzen und eindrückliche Zeugnisse. Der Aufstieg des Christentums hatte auch politische Bedeutung, stieß es doch in das Vakuum der zerfallenen Macht. Bischöfe wurden stärker, Kirchen größer,
Rom, immer brüchiger. Die Ausstellung präsentiert auch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Ja, das ist ein besonders wichtiges Exponat, obwohl es kein Originalexponat ist. Es ist eine Karte, auf der alle Schlachten und kriegerischen Konflikte verzeichnet sind, die in den letzten 100 Jahren des weströmischen Imperiums ausgetragen wurden. Und man sieht auf dieser Karte sehr schön, dass alle 2 bis 3 Jahre im Durchschnitt Kriege geführt wurden und mit zunehmender Fortdauer immer mehr Bürgerkriege. Es waren dann nicht mehr die Aggressoren von außen, die das Reich militärisch bedrängten, sondern es waren dann innerrömische Kämpfe, bedingt durch das Mehrkaisertum und die geschwächte Position des Kaisers, die immer wieder römische Generäle dazu verleitete, zu putschen. Und dann marschierten immer häufiger römische Heere gegeneinander. Und das führte dann schließlich um die Mitte des 5. Jahrhunderts dann zum endgültigen Zusammenbruch. Und auf diese Karte, die erstmalig gezeigt wird, das ist eine ganz neue wissenschaftliche Erkenntnis, sind wir besonders stolz. Zusammenhänge werden deutlich. In Nordafrika kommen die Vandalen an die Macht. Korn und Steuern bleiben aus. Der Untergang hat viele Gründe. Also zum einen, glaube ich, ist eine Ausstellung erst gelungen, wenn dort wirklich Geschichten erzählt werden und wenn die Menschen rausgehen und für sich etwas haben, was sie mitnehmen, wo sie weiter drüber nachdenken und was sie vielleicht auch auf ihr jetziges Leben oder auf die Zukunft sozusagen produzieren können. Und wenn uns das gelingt, dann ist es, glaube ich, wirklich schon ein großer Erfolg für eine Ausstellung. Und ich glaube, gerade aus dieser Ausstellung kann man ganz viel mitnehmen. Also man kann mitnehmen, jetzt rein vom Handwerklichen her, was damals schon möglich war, wie die Kunsthandwerker gearbeitet haben, wie Steinmetze gearbeitet haben, wie Gebäude aussahen. Das ist das eine, was viele interessiert. Dann aber auch diejenigen, die einfach wissen wollen, wie war das denn eigentlich? Wie sind die Menschen gewandert? Wer hat denn hier gelebt? Auch da gibt es ganz viel, was man hier erleben und erfahren kann. Und also egal, wofür man sich oder welchen Blickwinkel man besonders gerne mag, ich glaube, für jeden ist etwas dabei. Und tatsächlich sehen wir ganz konkret, wie das römische Trier zerfällt. Wasserleitungen werden eingeschmolzen, Heizungen, Fensterscheiben, all das verschwindet. Wissen geht verloren. Erst 1903 bekommt Trier dann wieder eine Kanalisation. Der römische Thron ist dunkel und leer. Und doch ist einiges geblieben von der römischen Kultur. Was? Das kann jeder für sich beantworten. Eine sehenswerte Ausstellung, die für die ganze Familie ein Ziel sein sollte, mit speziellen Angeboten. Wir haben eine ganze Reihe von Angeboten, gerade für jüngere Gäste. Unter anderem haben wir mit dem Humboldt-Gymnasium hier in Trier zusammengearbeitet. Da haben Schüler eine Audioguide-Führung entwickelt für Gleichaltrige. Die erkunden dann quasi gemeinsam die Ausstellung. Aber wir haben auch andere Angebote, wie etwa eine kostenlos auszuleihende Familientasche. Da können dann Kinder mit ihren Eltern zusammen spielerisch die Ausstellung erkunden. Es gibt Riechproben, es gibt Hörproben. Man kann mit dem Fernglas etwas suchen. Es gibt ein Suchspiel, es ist quasi eine Rallye für Klein und Groß. Und ich glaube, das ist auch eine wunderbare Gelegenheit für unsere Besucher, klein wie groß, die Ausstellung zu erkunden. Der Untergang des Römischen Reiches im Landesmuseum in Trier noch bis zum 27. November 2022. Ja, das ist die große Ausstellung im Landesmuseum in Trier. Und das Gute eben in Rheinland-Pfalz ist, dass wir eine Generaldirektion kulturelles Erbe hat, die eben über das große Ganze schaut. Und so war dieser Reisestuhl von einer vornehmen Römerin lange auf der Festung ihren Breitstein zu sehen. Und hier treffen wir uns wieder. Und so geht es eben mit vielen Kulturgütern. Insofern lohnt es sich natürlich auch nach Mainz zu fahren oder immer wieder auf die Festung ihren Breitstein, wo wir uns nächste Woche wiedersehen, wenn es heißt Heimart, die Kunst gut zu leben. Alles Gute! Heimart wurde präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz.